Moin, meine Damen und Herren und alle dazwischen. Wir sind hier bei Away from Life mit Gunnar am Start. Rechts oben ist Steff. Ich bin links unten bei mir auf dem Bildschirm. Ich bin Bully. Hallo, wir sind von Alarmsignal. Wir haben unser achtes Album fast draußen. Und deswegen sind wir heute zu einem Interview verabredet. Gunnar hat gesagt, er mag keine Einstiege und deswegen haben wir das jetzt gerade übernommen. Genau, und Gunnar hat auch gesagt, er mag keine Interviews, deswegen geht auch die erste Frage direkt an Gunnar. Gunnar, warum wolltest du gerade uns interviewen und keine andere Band? Scheiße, darauf bin ich aber nicht vorbereitet jetzt. Weil im Moment keine andere Band ein Album rausbringt, auf jeden Fall kein gutes. Zeitnah. Das wäre dann eigentlich von Alarmsignal taktisch kluger Schachzug, oder? Was würdest du sagen? Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, das war sehr, sehr clever. Danke, wurde zweimal verschoben und jetzt sind wir im Januar gelandet. Direkt 2022 zu starten, mit diesem Release finde ich schon sehr stark. Also muss ich schon sagen, also es ist ein Zeichen, dass das Jahr nur besser werden kann als das letzte auf jeden Fall. Denke ich Ja, doch, oder? also Dieser danke, Mut muss weil das belohnt Album nur mittelmäßig ist, haben wir ein Virus in die Welt gesetzt. Es hat, der Plan ist aufgegangen auf jeden Fall. Ja, aber warum habt ihr euch denn dazu entschlossen, das jetzt rauszubringen? Ich sag mal so, das war ja eigentlich ja im Dezember, ja, wann wart ihr im Studio? Dezember 20, Januar 21, glaube ich, ne? Willst du eine ehrliche Antwort oder eine oder Ja, beides. Du bist jetzt mal ehrlich, Bulli, und Steff ist mal unehrlich. ja, dann Steff, willst du fange ich anfangen? vielleicht mit der Unehrlichkeit an. Nein, wir haben das Album natürlich im Januar 21 angefangen und wir haben lange, lange Zeit daran gearbeitet. Ich glaube, wir haben bestimmt 8 bis 12 Monate im Studio gewesen und weil es mit den Presswerken alles wunderbar läuft, haben wir das, glaube ich, ja, im Winter abgegeben im Presswerk und ja, ein paar Wochen später war es fertig und so, Layout. Also das wäre die unehrliche Antwort gewesen, aber die Wahrheit ist natürlich ernsthaft ausgedrückt viel dramatischer. Stimmt's, Bulli? Dramatisch nur halb. Es wurde einfach zweimal verschoben, weil das ja mittlerweile kein Geheimnis mehr ist, dass Rohstoffmangel herrscht und Corona im Presswerk. Und wenn das nur wenn das Presswerk eine Woche geschlossen ist, verschiebt sich nicht nur alles eine Woche nach hinten, sondern gefühlt gleich 3 Monate. Und ich glaube, das erste Mal sollte sie im Sommer rauskommen, dann zur Zeckengala zur Tour, dann wurde sie nochmal verschoben und dann brauchst du halt auch nicht im Dezember. So eine Band wie wir sie sind, brauchen im Dezember kein Album veröffentlichen. Und dann bleibt eigentlich nur der Januar. Der AC/DC bringt dann wieder mal was raus, pünktlich zu Weihnachten und wir gehen dann völlig unter. Ja gut, aber ihr steht ja nicht in direkter Konkurrenz zur AC/DC. Ich sage mal, der AC/DC-Hörer ist ja nicht der Alarmsignal-Hörer oder die Hörerin, oder? Nein, Nein, nee, aber der Vertrieb nimmt dann auch keine Platten von aber. uns. Ja, und wir hätten schlechtes Gewissen, wenn wir auf der 1 wären und nicht AC/DC. Also Ah, ja. Es wäre ja, einfach genau. unfair für so eine Hardrock-Legende, wenn so eine kleine Deutschpunk-Band sie dann aus den Charts irgendwie verdrängt oder vor ihnen steht. Da weiß nicht. Wir haben auch ein Gewissen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen Rücksicht auf die größeren Bands und veröffentlichen im Januar. Okay, das war aber wirklich sehr fair von euch. Aber Danke. habt ihr da nicht irgendwie zwischendurch mal drüber nachgedacht, das Ding einfach, ja, digital einfach rauszuhauen und gut? War es euch so wichtig, das Ganze auch physisch zu veröffentlichen oder zeitgleich physisch zu veröffentlichen? Ich sage mal, man kann es ja auch auseinanderziehen. Also für mich ist so ein Album wie so ein Baby, sagt man ganz oft so, ne? Und es ist blöd, eine Albumproduktion mit einer Geburt zu vergleichen, aber es entwickelt sich halt und es wächst und es wird. Und deswegen ist es immer was ganz Besonderes für mich, wenn man so ein Album auch in der Hand hält und praktisch die Bombe am Ende platzen lässt. Also für uns, glaube ich, hat sich diese Frage gar nicht gestellt, dass wir vorher veröffentlichen. Wir haben einfach die Zeit abgewartet. Es war so nicht geplant gewesen. Es kam uns dann irgendwann gelegen, mehr Zeit zu haben. Aber irgendwann war es auch so, dass sich so dieser Schlendrian eingeschlichen hat, weil man dann zu viel Zeit hatte. Und wie streckst du es? Letztendlich ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und wir sind einfach erleichtert, dass wir einen Termin haben und sind eigentlich auch voller Vorfreude, weil wir das Ding einfach raushauen wollen, weil wir natürlich auch als Band irgendwie, ja, interessiert es natürlich auch, wie kommt es draußen an, wie finden die Leute? Und ja. Ja, also für mich würde das persönlich gar nicht in Frage kommen. Ich glaube für keinen von uns, dass man das irgendwie trennt. Wir haben jetzt eigentlich also mindestens ein Jahr wirklich, wirklich fast jeden Tag dran gearbeitet. Das ist mir gestern so in den Sinn gekommen, habe drüber nachgedacht. Und an einem Album sitzen wir eigentlich schon seit 2 Jahren. Ja, und dann würde ich überhaupt gar nicht.
das wird überhaupt nicht in Frage kommen. Da steckt so viel Geld und also das ist natürlich nicht maßgeblich, aber das muss natürlich auch irgendwie wieder reinkommen, vor allem wenn man es nicht hat. genau, richtig. Und vor allem so viel Arbeit und ja, und wir machen das ja auch nicht alleine als Band, sondern mit Matze von Agropunk. Starkult macht die Promotion dieses Mal, die sind auch zu dritt. Glaube ich. Wir haben von drei Leuten immer E-Mails bekommen. Sjan, unser Booker, der arbeitet auch mit. Und da stecken so viele Leute mit drin irgendwie. Und es ist auch geil, dass die alle dabei sind, dass wir uns freuen, dass sie auch wirklich safe kommt. Weil eigentlich soll, also jetzt am 14.01. Sonderschule wollten ja auch am 14.01. Album veröffentlichen. Und die sind auch wie wir Opfer der Presswerke geworden. Bloß, dass wir. Ja, wir haben die im Januar letztes Jahr ins Presswerk gegeben. Und die ist auch noch nicht so lange da, die Platte. Ja, es ist schon krank. Ja. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass wir jetzt nicht nur Nachteile hatten, sondern wir hatten auch beim farbigen Vinyl davon profitiert, dass eine Produktion im Presswerk weggebrochen ist und unser nachgerückt ist. Also das farbige Vinyl, so wie wir es geplant hatten, wäre eine Farbkombination erst im April gekommen und die ist jetzt sogar vorher verfügbar. Also es war jetzt nicht alles So. schlecht mit den Presswerken. Genau, so Okay. eine Orange, ja. Und wie macht ihr das dann mit den Fanboxen? Ich sag mal, die waren ja irgendwie relativ schnell vergriffen. Müssen die Leute, die jetzt nach die Fanbox nochmal nachbestellt haben oder sowas, müssen die dann jetzt nochmal ein Jahr warten oder wie kann ich Die das? ist limitiert, die gibt es gar nicht wieder. Aber es gibt Ach noch so. welche. Die war Ah. bei uns vergriffen nach 2 Tagen oder so. Aber wir haben jetzt noch mal, also die gibt es bei uns und bei Cortex. Und genau, wir haben von Cortex jetzt noch mal welche zurückgeholt, weil wir ganz viele E-Mails bekommen haben, dass Leute das gerne bei uns bestellen wollen. Und ja, wir haben jetzt wieder, ich glaube, die gibt es jetzt auch noch gerade. Ja, Ja. cool. Also die Ja. haben wir halt auch limitiert, weil es wirklich was Besonderes ist, ne? Weil es nicht einfach nur eine Box ist, wo jetzt ein Feuerzeug oder ein Flaschenöffner drin ist, wie man das so kennt, so. Also, was jetzt auch nicht schlimm wäre, ich mag Feuerzeuge und Flaschenöffner, überhaupt kein Problem. Aber da steckt ein eigenes Heft drin, ja, mit ganz vielen Anekdoten über uns und wo ganz viel Zeit, Kraft und Liebe investiert wurde. Und das soll einfach was Besonderes bleiben und keine Massenware. Und deswegen ist diese Box limitiert und wenn sie weg ist, ist sie weg. Ja, was da drin? Also genau, dieses eigene Fanzine, genau, 20 Jahre Alarmsignal. Und alles, was da drin steht, stimmt vor allen Dingen. Und alle Leute, die uns so begleitet haben über die letzten Jahre, sind da auch mit Interviews drin und viele lustige Anekdoten. Was noch drin? Eine AC/DC-Flagge, eine Single, die es nur in der Box gibt, eine EP. Mit 2 unveröffentlichten Songs, die Alumente-EP. Was ist da noch drin, Steff? Genau, die Platte, aber in Propeller-Vinyl. Genau, Propeller-Vinyl. Genau, gibt es auch nur in der Box. Ja. Und noch Haben wir schon irgendwas. gesagt zu Single, dass die 2 Songs wirklich exklusiv sind? Also die gibt es nicht auf der Platte. Die kann man vielleicht nochmal sagen, für die Leute, vielleicht ist es interessant. Wir haben einen Song in dieser Studio-Session mit aufgenommen, der aber vom musikalischen Arrangement nicht ganz so auf die Platte passte, der aber auch zu schade war, um ihn wegzuschmeißen. Also haben wir gesagt, wir machen nochmal eine Single und der andere Song ist ein Akustik-Track. Den haben wir, glaube ich, sogar bei mir im Keller aufgenommen, Bulli, ne? Damals noch. Gute Werbung, gute Ja. Werbung. Aber Okay, das da ist natürlich, schneiden wir das. nachher raus. Ja, genau. Aber das sind so 2 Stücke, die auch ziemlich cool sind. Und allein aufgrund dieser beiden Stücke würde es sich schon lohnen, die Box zu holen, ja. Ja, die gibt es auf jeden Fall nicht bei Spotify, die Songs. Genau. Alles klar, ja. Hervorragende Werbung an dieser Stelle, muss ich wirklich sagen. Also. Hast du ja auch noch nicht gehört, ne? Weil die gibt es ja auch nicht im Promo-Link oder so oder auf der CD. Nee, habe ich auch noch nicht. Nee. Also nirgendwo von gehört. Also ich habe auch nicht von gelesen, aber vielleicht habe ich auch mich einfach zu wenig mit euch beschäftigt. Das kann sein. Mit ACDC hast du dich scheinbar mehr beschäftigt, ne? Ja. Ja, eben. Man muss Prioritäten setzen. Ja, aber ich auch, ehrlich gesagt. Auch wieder passend zu AC/DC. Ich finde es jetzt ein bisschen, wenn ihr sagt, ihr wart 2 Jahre im Studio, Steff, was du gerade meintest. Naja, das ist schon für ein Album von einer Deutsch-Punk-Band schon ganz ordentlich, oder? Du hast natürlich gesagt, ich soll unehrlich antworten und Bulli soll ehrlich antworten. Ja, Deswegen es war waren das 3 Jahre, genau. Und ich Ach so. denke immer noch, wie es klingt. Ja, deswegen war das die unehrliche Antwort tatsächlich. Also
du erinnerst dich bestimmt, dass ich unehrlich antworten sollte bei dieser Frage. Aber egal, wir waren tatsächlich, also wir waren nicht 2 Jahre im Studio, das stimmt natürlich nicht. Das nee, war ich meinte nicht im Studio, ich meinte natürlich im Proberaum, dass ihr zwei so lange an dem Album gebastelt hat, das meinte ich gerade. Da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, sind die 2 Jahre gefallen? Gebastelt haben wir, glaube ich, nicht 2 Jahre an dem Album. Nee, genau. Also wir haben Dreivierteljahr oder ein Jahr ungefähr an den Songs gebastelt und waren dann im Studio. Nachdem es dann im Kasten war und das Album ins Presswerk geschickt wurde, ist es jetzt bis jetzt nochmal ein Jahr, wo wir wirklich auch fast jeden Tag an allem anderen gearbeitet haben. Ne? Am Artwork, an der Promo, an einfach allem, an den Musikvideos. Also man kann praktisch sagen, jetzt wenn die Platte rauskommt, sind 2 Jahre um, da wo wir angefangen haben mit dem Songwriting, mit Aufnahme, mit Wartezeit. Und es war, glaube ich, im Januar tatsächlich, also es war einfach so, dass wir im Dezember 2019 unsere letzten Konzerte gespielt haben, hatten dann im Frühling wieder eine ganze Menge vor der Brust gehabt, angefangen mit unserem Festival, wo wir mit dem Rock am Berg kooperiert hätten, mit unserer eigenen Tour. Das ist natürlich alles ausgefallen und so haben wir dann halt im Winter 2020 mit der sich anbahnenden Pandemie angefangen, die Songs zu schreiben. Konnten dann die Zeit praktisch nutzen, sind so von Lockdown zu Lockdown gegangen und als dann feststand, dass wir auf lange absehbare Zeit keine Konzerte mehr geben würden, haben wir dann einfach gesagt, okay, wir nutzen jetzt die Zeit, buchen ein Studio in aller Ruhe und letztendlich war es doch nicht so ruhig wie gedacht, weil, wie gesagt, wenn du mehr Zeit hast für alles, dann lässt du dir auch mehr Zeit und am Ende hin, nach hinten raus, wird es trotzdem wieder eng, aber tatsächlich sind jetzt 2 Jahre um mit VÖ, wenn man zurückdenkt. Aus dem Studio gab es ja auch ganz lustige Berichte, also ich fand ich hätte gern noch mehr Studio-Tagebuch, Videoblog-Sachen von euch gesehen, das war sehr, sehr amüsant, also dieser Micha schien ja auch, begeistert, der war einfach begeistert, dass wir da waren. Dieser Micha, das ist gut ausgedrückt. Dieser Micha, ja. Ja, also ich fand diesen Einsatz, warte mal, den hatte ich hier nicht notiert. Die Songs an sich waren ja okay, ist ja auch kein Hexenwerk, fand ich wirklich, ist es auch nicht. Wirklich sehr, sehr schön. Was war denn im Studio so für euch die witzigste Geschichte, die ihr da so erlebt habt? Jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Micha, sondern generell. Eigentlich gab es nur witzige Geschichten in Bezug auf mich, ja. Aber nein, es gab viele, viele Geschichten rund ums Studio, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war, Micha ist ein korrekter Kerl, der sein Handwerk total versteht. Das müssen wir am Anfang gleich mal festhalten. Wir haben diese Studio-Reports sind natürlich auch ein bisschen lustig und überzogen dargestellt. Tatsächlich haben wir, glaube ich, aber eine ganz andere Arbeitsweise wie er. Er ist ein durch und durch professioneller Mensch, also der seine Produktion von hinten bis vorne ja so perfekt macht, was auch cool ist. Also er hat einen sehr, sehr hohen Anspruch. Aber so hoch wie sein Anspruch ist, können wir gar nicht springen als Band. Das geht einfach gar nicht. Und da sind wir schon eigentlich sehr, sehr früh aneinander geeckt. Er hat uns Grenzen aufgezeigt, wir haben ihm Grenzen aufgezeigt, weil normalerweise ist es so, wenn er eine Band im Studio hat, dann gibt er den Bands Tipps und die Bands sind dankbar dafür. Wir waren eher so, dass wir oder zumindest ich, leicht genervt war und gedacht haben, Alter, will der die ganzen Songs im Schreiben? Also man muss sich das vorstellen, wir waren gerade 2 Stunden da und dann hat er, bring dich in Sicherheit, meint er gleich zu mir, würde ich komplett umschreiben, würde ich so nicht machen, den Text. So. Dann hab ich gedacht, wir haben uns gerade das Du angeboten, ja. Und noch eine Stunde später gab es einen Problemfall, das war der Song Hoffnung, diese Ballade, die wir drauf haben, wo er meinte, würde ich gar nicht machen, würde ich ganz wegnehmen, das Ding. So, ne? Wo wir gedacht haben, okay, alles klar. Da fühlte man sich schon so, hey, der pusht jetzt gerade unser Handwerk. Und hin und wieder war er dann auch mal ungeduldig, wenn was nicht geklappt hat. Oder war auch sauer, wenn wir nicht so wollten, wie er wollte. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Also ich glaube, wir haben ihn auch so ein bisschen mal aus dem Konzept gelockt. Oder wir waren nicht ganz unschuldig dran, dass er manchmal eine kurze Zündschnur hatte. Letztendlich muss man aber sagen, hatten wir uns alle lieb gehabt und er wollte nur unser Bestes. Also er wollte uns gar nicht ärgern, er wollte wirklich nur das Beste aus der Produktion rausholen. Und weiß nicht, ich glaube, die lustigste Sache, die ich mit dem Studio verbinde, ist, dass wir ein Hotelzimmer hatten und dass wir einen Abend irgendwie, also am nächsten Abend, wir hatten aufgrund von Corona, hatten wir die GastsängerInnen alle zu Hause einsingen lassen, bis auf Darius und Henrik von der IO Venta.
Und die hatten sich einen Tag angekündigt, die kamen ins Studio und ich wusste, das wird ein harter Tag, ich brauche Schlaf vorher. Leider haben sich ein paar Kids, die Corona umgehen wollten, im Hotelzimmer neben mir angemietet. Also wir hatten alle Einzelzimmer gehabt wegen Corona und haben da irgendwie eine Party gemacht. Und es war dann auch völlig egal, dass ich zwei, drei Ansagen gemacht habe. Und irgendwann nachts um 4 bin ich mit meiner Matratze über den Hotelflur zu Bulli und Zimmer und habe mich da für 2 Stunden nochmal abgepackt. Und da war ich echt sauer. Habe ich auch Kaffee für alle für die ganze Woche rausgeschlagen, weil ich mich beim Hotelmanager beschwert habe. Das war so eine lustige Sache, die ich mit dem Studium in Verbindung bringe. Das war für die Kids bestimmt auch sehr interessant, wenn dann so ein Punk an der Tür klopft und sagt, jetzt seid mal leise, ich will pennen. Ja, ich habe natürlich gesagt, wir sind Handwerker, ja, wir sind ja auf Montage, sonst hat es nicht gezogen, aber das war denen egal, die waren halt drauf, ne, das war. Ja, klar. Ja, du hattest 2 Stunden Schlaf, dann kam Darisch und Hendrik, die haben auch seit 3 Tagen wieder mal nicht geschlafen und dann ging natürlich die Feierei los, sozusagen. Und ja, die sind, wie lange sind die geblieben? Da, also genau, die sind, glaube ich, freitags oder samstags gekommen. Auf jeden Fall kamen die am nächsten Tag wieder ins Studio. Keiner von denen hatte geschlafen. Das Hotelzimmer sah übelst aus. Und während Darius dann, ich weiß nicht, ich bin morgens bei dem Zimmer gekommen. Lagen ein paar Leute rum, die vorher nicht da lagen. Und ich habe gesagt, jo, wir fahren wieder ins Studio. Jo, ich komme gleich mit. Kam hinterher, hat gleich Schnaps gesoffen und hat auch bei der Arbeit angerufen. Daniel, komm morgen nicht. Ja. Und irgendwann das Beitrag von Darius war ich übrigens auch sehr dankbar, weil als ihr Bring dich in Sicherheit dann als Soli-Single rausgebracht hattet, habe ich mich gefragt, oder habe ich gelesen dann, alles klar, Kapitän von der Juventa und so weiter und so fort. Und erst später dann ging mir auf, dass es ja der Darius ist im Prinzip von den Jesus Skins. Mhm. Und ich habe die, weiß nicht, Anfang 2000 eine Zeit lang mal gehört und die sind total aus meinem Radar verschwunden. Also ihr kennt das ja vielleicht, so ihr hört eine Band eine Zeit lang und auf einmal, zack, ist er einfach irgendwie weg. Und ja, fand es auf jeden Fall sehr cool. Ich bin dann auch direkt auf dem Dachboden und habe erstmal in den Kartons gekramt nach der CD, die ich von denen hatte. Habe sie leider nicht gefunden, aber na, vielleicht verstecken sich ja noch irgendwo ein paar Kartons. Auch für ihn, ja. Ja, das war eigentlich gar nicht als Single geplant, aber Darius war ja auch angeklagt, ungefähr 20 Leute. Und genau, als es dann rauskam, dass es wieder aufgerollt wird, das Verfahren oder in die nächste Instanz geht, dann haben wir nicht lange überlegt und das sofort rausgehauen. Genau, und wir haben dann ja auch 2.000 oder 2.500 Euro, ich glaube 2.000, ich bin mir gerade nicht sicher, wir haben Shirts dazu gemacht und die Single und konnten direkt ein bisschen spenden. Das ist natürlich nur Tropfen auf dem heißen Stein, aber da hilft natürlich trotzdem jeder Cent. Klar, auf jeden Fall. Ja. Ihr habt ja auch darüber hinaus noch ein paar andere Gastbeiträge jetzt mit Gunnar und Mel oder ja mit, ja verdammt, Torgun, genau. Genau, von Egotronic. Ich überlege immer, wie das so abläuft. Sagt ihr vorher, das ist jetzt ein Song, den wollen wir mit Person X, Person Y machen oder ja, hinterher, da bräuchten wir ein bisschen Unterstützung. Mensch, da rufen wir doch mal den Gunnar an oder wie kann ich mir das vorstellen, wie das abläuft bei euch? Also es gab jetzt keinen Song, wo wir geschrieben haben oder gesagt haben, wir schreiben jetzt einen Song, wo Gunnar mitsingt. Also die Songs waren letztendlich nach hinten raus fast fertig. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, dieser Song würde gut zu Gunnar passen oder zu Torsun oder zu Mel oder zu Darius. Also wir schaffen praktisch erst das Grundgerüst und haben dann entschieden, wer passen würde. Genau, wir haben dann Demos aufgenommen und die rübergeschickt zu denen. Und genau, und dann haben die Ja gesagt oder auch Nein. Es hat jeder Ja gesagt zum Glück. Und ja, genau. Dann haben wir nochmal im Studio aufgenommen, den Kram rübergeschickt und ich glaube, Gunnar hat das schon zurückgeschickt und Mail auf, während wir im Studio waren. Ich glaube, ja, oder alle. Schnell. Ja. Auf jeden Fall. Professionell. Sehr professionell. Ja, sehr professionell, ja. Und man muss dazu sagen, das haben wir aber schon mal erwähnt, dass auch jeder Gastsänger oder jede Gastsängerin noch so ein bisschen eigene Note mit in die Songs gebracht hat. Also die Songs noch verändert hat, so dass sie halt auch ja, alle was Besonderes hatten. Also die hatten alle noch so ein paar kleine i-Tüpfelchen, die wir vorher gar nicht gesehen haben in den Songs, die gesetzt haben. Und das hat uns sehr gefreut, muss ich sagen.
Ja, also obwohl sie es zu Hause eingesungen haben, war es dann trotzdem am Ende schon eine gewisse Zusammenarbeit, dass ihr da zusammen ein bisschen dran werkeln konntet auch nochmal. Ich glaube, die waren auch im Studio teilweise, also bloß halt nicht bei uns. Ja. Aus Berlin oder so. Wir haben ja in Düsseldorf und Duisburg aufgenommen und dann halt darüber zu eiern für ein paar. Genau. Nee, ich glaube, die haben auf die Demos eingesungen sogar. Und deswegen ist zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel zu Thorsten haben wir gesagt, hier da in der zweiten Strophe könnte vielleicht noch was passieren und so, irgendwas Elektrisches, aber wir können es nicht und mach mal. Und wir waren wirklich positiv überrascht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ja, Entschuldigung. Nee, sag du, Bulli, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ich wollte Gunnar fragen, wie er tanzen findet, weil der ist ja schon special für uns, ne? Ja, also ich muss sagen, ich bin erst jetzt so ein bisschen an Egotronic rangekommen. Also ich hatte mal so ein bisschen mein Problem mit seiner Stimme tatsächlich, dass ich mit seiner Stimme nicht ganz so warm geworden bin. Jetzt hat er aber Mensch, Abstinenz, Schöne neue Welt von Kapitulation Bonn gecovert, ja auch mit denen quasi zusammen als Split rausgebracht. Und das fand ich sehr, sehr geil. Also auch gerade die Version dann von Egotronic. Und ich werde langsam erst so ein bisschen warm mit der Stimme und deshalb auch erst mit diesem Song Tanzen so ein bisschen warm. Mhm. Also ich kann ihn mir, also auf Platte, glaube ich, kann ich mich mit dem sehr erwärmen. Live, glaube ich, ist es nichts für mich, wenn ihr das live spielen würdet. Mhm. Da würde ich schon, also wenn ihr jetzt da mal meine Meinung hören wollt. Dann spielen wir noch nicht live. Weiß ich nicht. Wir waren noch nicht der Bedrängnis, dass das zur Debatte steht. Es wird aber, wir werden diese Bedrängnis kommen und wie das dann vonstatten geht, müssen wir selber mal schauen. Ja, ihr könnt ihn gerne live spielen, aber bitte nicht, wenn ihr irgendwie in Hannover auftretet oder auf Festivals. Dann nicht. Okay, weil dann werde ich wahrscheinlich da sein und dann bitte nicht. Dann schreiben wir uns auf. Aber tatsächlich, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, also wie gesagt, Darius war ja im Studio gewesen und auch die Zusammenarbeit mit den anderen, also Gunnar hat zum Beispiel bei dem Video mitgewirkt. Wir haben gesagt, okay, wir wollen das als zweite Single rausbringen. Und da hat Gunnar gleich gesagt, er kommt nach Hannover zum Videodreh. Und eventuell wird auch mit Mel noch was gemacht. Da müssen wir mal gucken. Aber wir wollen da nicht zu viel verraten. Aber das ist halt, wir sind immer trotzdem nah dran mit den Leuten. Wir mögen diese Leute und haben einen guten Draht. Und ja. Das sind ja auch nicht irgendwelche Leute. Also wir haben ja keinen Bock, dass irgendwelche Wichser bei uns auf dem Album sind. So, das ist ja immer eine wichtige Sache und man hat da, wie gesagt, Stefan und ich arbeiten jeden Tag daran, nach wie vor auch und da will man natürlich nur was mit Leuten machen, die man auch wirklich mag und ja. Gut, da darf man auch noch auf ein paar Überraschungen gespannt sein, was da vielleicht an Videos oder sowas kommt. Das ist nämlich eine Sache, die ich bei euch auch ganz besonders mag, muss ich sagen, dass kein Album gleich ist. Also irgendwelche Überraschungen sind immer mit dabei, wo ich so denke, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet oder ja, es ist nicht. Es gibt halt einfach Deutsch-Punk-Bands, die sich vom gesamten Konzept, vom gesamten Aufbau her sehr, sehr ähneln. Auch wenn es immer sehr, sehr gute Alben sind, es ist gute Musik. Ich persönlich habe das halt zum Beispiel manchmal mit Fahnenflucht so. Ich liebe den Gesang, ich liebe die Musik, aber ich habe manchmal so mein Problem damit, dass die gleichen Themen immer sehr ähnlich abgearbeitet werden. Und das sehe ich bei euch halt einfach ein bisschen anders, dass ihr das ein bisschen greifbarer macht, wie mit durch irgendwelche Geschichten, mit dem Marsch nach Celle oder mit Tyke oder jetzt zum Beispiel mit Elena, ne? Also was ich halt sehr ein wahnsinniges Lied, totale Gänsehaut, weil es auch einfach so ein Thema ist, was unheimlich lange totgeschwiegen wird, ne? Also das Thema der Prostitution und Zwangsprostitution ist ja nun mal so ein Thema, ja, was ich so auf jeden Fall in einem Punk-Song direkt in so einem Beispiel auch noch nicht gehört habe und was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ne? Weil jedes Mal, wenn ich hier meine Bundesstraße runterfahre oder sowas, dann kriege ich halt das Kotzen, ne? Ja, also wie du schon gesagt hast, Gunnar, das ist halt ein Thema, was man vorher noch nicht irgendwie vernommen hat von irgendeiner Punkband. Also ich wusste es nicht und ich hatte das, wie gesagt, auch eigentlich schon länger auf dem Herzen gehabt, aber da die richtigen Wörter zu finden, ist natürlich aus unserer Position heraus, wie auch bei manch anderen Themen, immer schwer. Also wir haben es versucht. Es ist uns, glaube ich, auch, also soll sich nicht überheblich klingen, aber einigermaßen gelungen. Und letztendlich erzählt dieser Song auch eine wahre Geschichte über eine Prostituierte, die aus Osteuropa, das sagt der Song ja auch, hier rüber gekommen ist, um aus der Not heraus Geld zu verdienen und das nicht freiwillig gemacht hat. Und das Traurige ist eigentlich, dass es diese Geschichte nicht nur einmal gibt, also dass es kein Einzelschicksal ist, sondern dass es diese Geschichte unzählige Male gibt, dass man einfach nur die Namen austauschen muss, aber die Geschichte bleibt. Und
ja, komisch, also du bist nicht der Erste, also wir werden eigentlich in jedem Interview auf diesen Song auch angesprochen und was mich auch besonders freut, dass wir da scheinbar auch so eine Stelle getroffen haben, die Menschen berührt. Ja, das zeigt es halt mal, ne? Eine andere Sache, auf die ihr garantiert auch in jedem Interview angesprochen werdet, ist Revolutionary Action, nehme ich an. Als ihr das Ding rausgehauen habt, war ich auch, ich dachte auf einmal so, wow, krass, also erstmal vom Stil her war ich so ein bisschen überrascht natürlich, und dann natürlich von Kühns Gesang, also gerade wie er manche Worte dabei rausquetscht, ja förmlich aus seinem Körper, finde ich sehr, sehr geil. Wie kam es denn dazu? Habt ihr letztendlich gesagt, jetzt bist du auch mal dran, jetzt hör mal auf, Bier zu trinken da hinter der Schlachtbude, sondern sing auch mal, oder? Also, wir trinken weiter Bier. Tatsächlich ist es nicht der erste Song, den Kühn singt, also der hat ja auf den anderen Platten auch schon Songs gesungen, nur er hat sie nicht so gesungen, er hat sie dann eher versucht, melodischer zu singen. Genau. Scheinbar kommt das aber besser an, wenn er sie so singt wie Revolutionary Action. Ja, ja. Aber zum Beispiel Kavalier oder so war doch auch so. Was war so? Kavalier zum Beispiel. Ja, stimmt, Kavalier war auch so. Aber den Leuten hat es gefallen tatsächlich. Also Kühns Stimme hat den Leuten gefallen. Dass wir jetzt Englisch gesungen haben, hat nicht allen geschmeckt. Aber wir machen ja auch, wie gesagt, jetzt nicht Musik, die alle begeistern muss. Und deswegen war uns das eigentlich dann auch egal, ob da jemand kritisiert, dass wir jetzt kein Deutsch singen. Es war der erste englischsprachige Song, den wir gemacht haben. Auf dem Album ist noch ein zweiter drauf, aber ja, Kühn hat den einfach mal mitgeschleppt oder wir haben ihn gehört als Demo und fanden den einfach geil und haben ihn perfektioniert. Und es ist halt... Ja, genau. ja, weiß nicht. Also wir fanden gleich, das ist ein Ohrwurm, das Ding. Vielleicht kann man sich das auch schnell überhören. Das müssen andere beurteilen, aber wir haben uns verliebt in das Ding. Für mich also, immer noch einer meiner Favoriten, für mich persönlich, auf dem Album. Ja. Definitiv, also es gibt halt immer irgendwelche Favoriten, die ich persönlich auf euren Alben habe und auf diesem Album ist es halt neben eigentlich Elena halt auch dieses Lied, weil es, ja, es hat mich förmlich umgeblasen. Das war ja, wie als ich das erste Mal Heimat halt Maul gehört habe oder so. Ne? Das sind so Lieder, die mich von Anfang an einfach sehr, sehr begeistert haben. Ne? Und ich persönlich finde das mit den englischsprachigen Songs halt sehr, sehr gut. Es bringt nochmal ein bisschen Abwechslung in ein Album rein. Ne? Das ist ja, was ja auch Popper Klopper seit vielen Alben ja immer machen, dass sie da nochmal englische Liedersongs zwischen haben. Und das finde ich halt auch wirklich immer sehr gut und erfrischend. Also tatsächlich hat mich der Carsten von Popper Klopper gleich nach VÖ angeschrieben und meinte, okay, pass auf, jetzt kommt bestimmt bald Punkerpolizei und sagt, wie könnt ihr nur Englisch singen? Weil das bei Popper Klopper ja der Fall war. Als sie aufgehört haben, irgendwie komplett Deutsche singen, kamen ja die ersten KritikerInnen und haben dann gesagt, wie geht das nur? Ihr seid eine Deutschpunk-Band. Und tatsächlich war dann auch irgendwie eine Stunde später auf YouTube schon der erste Kommentar, irgendwie, die nächste Deutschpunk-Band, die Englisch singt, habt ihr nichts mehr auf Deutsch zu sagen? Und naja. Mehr davon, also liebe KritikerInnen, mehr davon, damit wir wieder ein Lied schreiben können. Naja, mit Kommentaren unter YouTube-Videos kennt ihr euch ja aus, ne? Das ist, habt ihr ja im Song Huso-Level auch nochmal mitverarbeitet. Sind das eigentlich alles reale Kommentare, die man da so eingeblendet sieht im Video? Ja. Oder? Ach so, in dem Video? Ja. Die meisten schon, also der Text auf jeden Fall. Ja. Der Text besteht auf jeden Fall aus ehrlichen Kommentaren. Ja. Und, gibt es da Momente, wo es euch auch mehr als auf den Sack geht? Also wir hatten das bei Away From Life halt auch schon ein paar Mal. Und ich muss sagen, mich hat es tatsächlich manchmal auch getroffen. Also es ist, nee, war nicht nur so, dass ich denke, ihr Wichser, sondern dass ich schon ein bisschen traurig abends ins Bett gegangen bin. Also über manche Kommentare. Also was jetzt an uns geht, irgendwie... trifft mich eigentlich gar nicht. Ich lasse das irgendwie gar nicht an mich ran. Also auch wenn vieles persönlich ist, das, was da in dem Lied beschrieben wird, ist ja eigentlich nur ein Auszug aus den schlechten, aus den miesen Kommentaren. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Also es gibt ja auch teilweise Drohungen oder sowas oder ja auch auf persönlicher Schiene noch viel schlimmere Sachen. Mich macht traurig, wie überhaupt welche Hemmschwelle die Gesellschaft hat oder was ich auch so im Internet so was man so lesen kann, so, ne, das ist einfach, es ist einfach böse und schlecht. Und ich frage mich, was in diesen Leuten vorgeht tatsächlich. Ich finde gar keine Worte dafür tatsächlich. Ich weiß, also ich habe ja
wir haben ja ein Gewissen, was einen anklagt. Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde zu Bulli, du Wichser oder sowas, ja, oder du Arschloch, so, dann ist das vielleicht mal schnell gesagt, aber da muss doch irgendwann mal ein Gewissen kommen und sagen, Alter, pass auf, das war jetzt nicht richtig. Ich muss mich entschuldigen dafür oder ich verstehe es einfach nicht. Also ich kann es einfach, diesen Trend dahin kann ich nicht nachvollziehen und ich habe auch das Gefühl, das wird halt immer schlimmer unter der Anonymität des Internets, dass die Leute immer hemmungsloser werden und wohin das führt, bis zum Selbstmord oder ja, das müssen wir. Ich glaube, es wird gar nicht hinterfragt halt so, ne? Weil das so viele machen und da gibt es ja gar keinen. Ich habe wirklich gerade noch im Radio gehört, dass es jetzt zum Beispiel bei Telegram jährlich mindestens, und das hat nämlich ein Journalist verfolgt und aufgedeckt sozusagen, er ist schon auf über 200 Morddrohungen gekommen, allein in Telegram jährlich. Und das sind natürlich noch viel, viel mehr und es gibt ja auch nicht nur Telegram so. Mich haben diese Kommentare immer belustigt. Also ich kann wirklich drüber lachen und ich denke, wenn man Musik macht, ist ja klar, dass es nicht jedem schmeckt und ich meine, es sind wirklich lustige Hasskommentare über uns. Da muss ich wirklich lachen und ich habe mir die auch schon öfters durchgelesen, weil ich es einfach lustig finde. Aber mit den Schwurblern und dass wir 2G-Konzerte spielen, ist nochmal ein anderer Shitstorm über uns hereingebrochen. Und das war das erste Mal, dass ich gut verstehen kann, dass manche Leute nicht mehr damit umgehen können. Für mich war das noch okay, aber es waren wirklich zusammengezählt im vierstelligen Bereich die Hasskommentare gegen uns. Ja. Und das erste Mal, wir geben denen keine Plattform, deswegen haben wir es nicht gesagt. Und es ist das erste Mal auch nicht nur beim Internet geblieben. Ja. Natürlich trotzdem anonym. Aber es ist schon ein Schritt weiter gewesen und dass die Leute sozusagen zu uns gekommen sind, dann haben sie trotzdem nicht getraut, uns ihr Gesicht zu zeigen, aber das ist natürlich dann was anderes auf einmal, ne? Klar, also da wird es nochmal eine Spur persönlicher in dem Moment, ne? Ja, und die sind zu uns gekommen, weil die uns nicht mochten, ne? Also das ist ja. Halt, das ist eine ganz andere Nummer auf einmal so. Ja. Aber wie gesagt, das Gute ist halt auch, also es gab viele Boykottaufrufe, also als wir gesagt haben, okay, wir ziehen oder wir versuchen unsere Tour zu spielen unter den Hygienemaßnahmen und als wir dann gesagt haben, dass in Berlin ein 2G-Konzert stattfindet, gab es ja einen Shitstorm. Wir hatten ja noch nie so viele Kommentare gehabt und die meisten waren natürlich irgendwie von irgendwelchen Impfgegnerseiten und schön zu sehen war einfach, dass Leute gesagt haben, Alter, geht nicht zu Alarmsignal. Es waren teilweise auch Punker dazwischen. Boykottiert das, geht da nicht hin. Und letztendlich war die Hütte ausverkauft, ja, das SO36. Und das war einfach für uns einfach ein Zeichen, okay, das ist einfach nur die, und das ist auch heute noch so, die Minderheit ist einfach nur am lautesten, das ist es. Und ja. Die Mehrheit ist vernünftig, Punkt. Ja, jetzt hattet ihr ja gerade schon die Tour, die ja dann leider abgesagt werden musste, angesprochen. Die neue Tour ist ja geplant für den nächsten Herbst dann jetzt letztendlich, ne? Also der Versuch. Genau, der nächste Versuch. Als ich auf die Tourdaten geguckt habe, hätte ich da schreien können, wo ich gedacht habe, ey, jetzt im Dezember, das ist die Show in Hannover im Dezember, dann mal gucken, ob das nächste Jahr was wird, so ungefähr. Glaubt ihr nicht auch ein Stück weit daran, dass es zumindest für die nächsten Jahre erstmal ja im Prinzip eine Winterpause für Konzerte geben wird? Also ihr seid ja anscheinend noch recht zuversichtlich, wenn ihr die Daten so legt. Also wir schließen das nicht aus, dass es eine Winterpause gibt. Wir haben das permanent im Hinterkopf, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch planen. So, ne? Und selbst wenn es keine Wintershows gibt, hatten wir letztes Jahr unheimlich gute Sommerkonzerte. Und auch wenn es nur die Sommerkonzerte sein sollten, dann werden wir da eine gute Zeit haben. Aber wir müssen halt nach vorne blicken. Aber wie gesagt, diese Angst, so im Hinterkopf sind wir natürlich doch vorbereitet, dass es sein kann, dass es im nächsten Winter ähnlich aussieht. Ich habe auch keine Angst, aber es ist schon wirklich ein Desaster, wenn es jetzt so wäre. Ne? Ich meine, wir sind gute Schlechtverdiener in der Kultur. Also, und wenn die Konzerte so auf Dauer wegbrechen die nächsten Jahre, das wäre wirklich ein Desaster für uns. Ich weiß nicht, was wir machen. Also, keine Ahnung. Also, das ist ja, glaube ich, so bei vielen Bands, die so in unserem, was soll ich sagen, auf unserem Level sind oder so, oder so machen wie wir,
wir können, das funktioniert nur so, wie es funktioniert wegen den Konzerten und wir haben eigentlich immer recht viel gespielt, aber nur weil wir das in einem gewissen Sinne müssen, damit das irgendwie gerade so das Level gehalten werden kann. Und wenn das nicht mehr funktioniert und die letzten 2 Jahre waren ja schon eigentlich katastrophal, man hat sich irgendwie so durchgebissen irgendwie so. Keine Ahnung, zu zweit von dem Hart 4, wo meine Freundin gelebt oder so, ne, und Flaschen sammeln und so ein Scheiß, ne, aber das geht natürlich auf Dauer irgendwie nicht und jetzt hat es schon 2 Jahre irgendwie so funktioniert, aber dann könnte man das Level auch gar nicht mehr halten, weil wir, Stefan und ich, uns eigentlich von morgens bis abends mit einem Armsignal beschäftigen und nichts anderes machen. Es gibt ja auch sozusagen so viel zu tun und wir haben auch Bock darauf und wollen das machen, aber genau. Also wir haben für die Platte natürlich Unterstützung bekommen, aber im Normalfall ist es eigentlich so, dass die Nachfolgerplatte von der Vorgängerplatte bestimmt wird, von dem, was dazwischen passiert. Das heißt, die Konzerte, die stattfinden, die T-Shirts, die verkauft werden, sorgen dafür, dass wir halt eine neue Platte produzieren können und veröffentlichen können. Und das findet halt gerade gar nicht statt. Also es findet statt, aber im kleinen Rahmen halt, ne? Also die Konzerte, die wir gespielt haben, ich weiß gar nicht, waren 10, 11, 12 Konzerte haben wir im Sommer gespielt. Das spielen wir manchmal in 2-3 Monaten. Ne? Deswegen fehlt da schon ein großes Stück. Ja, bei dem einen, jetzt hätte ich fast gesagt im Bad, aber im Ricklinger Bad, nicht im Bad, in Hannover, war ich dann letztendlich auch und durfte ja auch dann Yannick mal das erste Mal in Action quasi sehen, wo ich als erstmal dachte ich so, okay, den würde ich auch eher bei einer AC/DC-Coverband sozusagen sehen. Also eher da. Du wegen seinen Haaren, oder? Aber er schien total gut reinzupassen in eure Band und es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ja, er hatte aber auch eigentlich nur gesagt, erst bis Ende 21, also war ja erst die Ansage von ihm, dass er bei Alarmsignal dabei bleibt. Hat er sich denn jetzt mal geäußert, ob er denn noch länger bei euch bleibt oder? Ja, also Janik kennen wir schon sehr lange und deswegen passt er, denke ich, auch gut in unsere Band. Weil man auch freundschaftlich einfach, wir sind halt Kumpels irgendwie so. Er spielt jetzt ein Beispiel, unter anderem auch bei Braindead und die sind ja bei mir auf eine Elbe rausgekommen. Genau, und wir kennen uns schon alle total lang. Und der spielt nächstes Jahr auch noch mit, aber der will auf kurz oder lang auswandern nach Frankreich. Und ich hoffe, ich verrate jetzt nichts, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis. Er hat auch schon ein halbes Jahr gewohnt. Und deswegen funktioniert das auf kurz oder lang. Leider nicht. Okay, dann von uns aus einfach gerne, aber genau. Aber Yannick ist sehr ambitioniert und ist auch ein sehr, sehr guter Musiker und hat tatsächlich bei der ersten Probe war er schon besser vorbereitet als wir. Also wir haben ihn halt gefragt, willst du mitmachen? Das sind die Songs, die wir spielen. Und dann kam der, also wir haben bis dahin ein Jahr nicht mehr geprobt und dann kam der und wusste besser, wie unsere Songs funktionieren als wir. Also das hat uns schon ziemlich durcheinander gebracht, aber auch sonst ist er, passt halt in die Band, aber wir können auch verstehen, ich glaube, es ist der Liebe wegen, ne? Will er nach Frankreich, ich glaube, seine Freundin wohnt da, dass er auf kurze oder lange Sicht nach Frankreich geht. Das ist aber ja auch das ist ein schöner Grund. Schöner Grund auf jeden Fall. Ja, aber wo du gesagt hast, Hannover, irgendwie die Location ist tatsächlich, wir haben uns mega in diese Location verliebt, also in dieses Ricklinger Bad. Wir kannten das beide vorher nicht, obwohl wir regelmäßig oben da vorbeifahren. Und wir waren so begeistert, dass wir ziemlich viel getrunken haben den Abend, glaube ich. Und das Coole war, dass ich weiß nicht, ob du warst da vorne, am Backstage, also der Backstage-Raum ist praktisch direkt an einem Schwimmbad dran. Und wir sind dann nachts um 12 durften wir noch, oder weiß nicht, ob wir es durften oder nicht. Auf jeden Fall waren wir in einem Schwimmbad, sind vom Fünfer gesprungen und hatten da noch eine gute Zeit gehabt, tatsächlich. Ja, das glaube ich. Das war so ein bisschen, also ich wusste, dass da ein Schwimmbad hinter ist und das hat mich so ein bisschen ans Heinz früher geändert, als da hinten noch das Becken war und man dann auch mal bei Partys oder Konzerten noch mal kurz eine Runde schwimmen gehen konnte. Aber das ist ja auch so alles nicht mehr und naja, gucken wir auf jeden Fall. Ich hoffe, die Location bleibt auf jeden Fall. Also theoretisch ist es, glaube ich, schon möglich, aber das ist mit extrem Aufwand verbunden und mit extremen Kosten. Da kommt ja so viel zusammen, weil das ist ja auch sehr weltlich da und trotzdem total zentral. Und Steff und ich fahren da regelmäßig lang. Und ich kann immer gar nicht anders als jedes Mal jetzt dahin zu starren, wenn ich über die Stellweg fahre. Ja.
sich an diese geile Show erinnern. Ja, also ich fand es auch wirklich gut. Also es war, man hat ja auch gemerkt, die Leute waren ausgehungert. Die Securities taten mir ein bisschen leid, die beiden, die irgendwie versuchen mussten, die Leute vom Tanzen abzuhalten, was natürlich nicht funktioniert hat. Also die taten mir wirklich ein bisschen leid. Sie waren wirklich sehr bemüht, ne? Aber es hatte ja nicht so ganz dann letztendlich funktioniert. Aber also ich glaube, das war noch nicht mal unser bestes Konzert, ne? Und ich glaube, das Wetter war auch sehr schlecht. Also ja, deswegen sind also das. Es ging gar nicht darum, irgendwie, wir fahren da vorbei und denken halt, boah, was hatten wir da für eine geile Show gehabt, sondern eher, boah, was gibt's da für eine Perle an Location in Hannover, also Outdoor, die irgendwie keiner auf dem Schirm hatte. Und das ist einfach, ich habe auch sowas woanders noch nicht gesehen, also in dieser Form. Das ist ja großartig. Also wenn, liebe ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, wenn ihr mal in Hannover seid und ist dieses... wie hieß es? Die Komm-Raus-Bühne in Hannover, wenn es die geben sollte im Sommer, egal wer da spielt, besucht das auf jeden Fall. Ja, im Ricklinger Bad. Super, ich mag so Werbeeinspielungen total. Werbung Ende. Ich würde jetzt an dieser Stelle auch noch eine ganz kurze Werbesequenz zum Abschluss machen wollen, mal für eure Facebook-Seite und so weiter. Ich bin da ein großer Freund von. Es ist immer amüsant, da euch zu folgen und vor allem, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, man kann immer ganz tolle Sachen gewinnen, zum Beispiel ein Abendessen mit euch. Das fand ich ja großartig. Meet and Eat. Nicht Meet and Greet, da sind keine Freunde von. Dann haben wir ein Meet and Eat rausgemacht. Und eigentlich war das natürlich auch in echt geplant, aber aufgrund der Umstände, die man nicht jedes Mal erwähnen muss, ist es beim Digital-Dinner geblieben, beim Online-Dinner. War aber sehr amüsant. Wie viele Leute waren dabei? Wir hatten fünf GewinnerInnen, die hatten, also ein Gewinner war allerdings noch ein Kind, da musste die Mutter dabei sein, also die Managerin, und eine Gewinnerin hatte noch zwei Trinkkollegen zu Hause gehabt, und ein Gewinner hatte noch für seine Freundin Pizza bestellt. aber es kostet die Welt, ja. Und AC/DC machen sowas nicht. Hast du schon mal gesehen, dass AC/DC sowas machen? Nee. Ja. Aber ich werde sie mal anrufen und werde das denen mal als kleiner Tipp. Ne, lernt von Alarmsignal. Ja. Dann werdet ihr auch vielleicht nochmal irgendwie Platz 1 oder so in den Weihnachtscharts. Ja. Aber es war vielleicht nochmal kurz erklärt eine lustige Aktion. Wir hatten Plakate in mehreren Städten aufgehangen. Die Leute sollten sich davor fotografieren, das zu uns schicken. Wir haben dann fünf GewinnerInnen gezogen und haben dann praktisch eine Videokonferenz mit denen gemacht und haben eine Stunde vorher schon beim Pizzadienst angerufen, dass die praktisch um 19 Uhr alle, da hatten wir unsere Pizza gehabt und haben die dann schnabuliert und haben geredet für 2-3 Stunden. Ich habe so viel Pizza bestellt, dass ich mehrmals mein Konto wieder neu verifizieren musste, weil die dachten, das ist eine Betrügerei. Ja. Weil ich so viel Pizza in verschiedene Städte bestellt habe, dass sie dachten, mein Konto wurde gehackt. Ja. Und hier pizzataxi.de oder .com, keine Ahnung. Der Herr Stefan unten rechts mit der Brille, ja, also bei mir unten rechts. Ah, nee, habt ihr beide da. Nee, du bist ja Gunnar. Hat die Pizza auf 19 Uhr bestellt, ja, und ihr habt sie um 18.15 Uhr geliefert. Das geht überhaupt nicht. Gibt eine schlechte Bewertung. Ja, hervorragend. Ich würde sagen, ich bin alles Fragen losgeworden. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt. Nö. Welches Lied findest du am schlechtesten auf der Platte? Und wie gesagt, du kannst es ruhig sagen, weil uns kratzt das ja nicht. Aber welches Lied finde ich am schlechtesten auf der Platte? Warte mal. Und warum, natürlich. Ja. Das ist jetzt aber nicht einfach. Es sind viele. Genau, das Richtige jetzt auszuwählen. Ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher, entweder zu weich für Punk oder Kompass und Chauffeur. Okay, wir müssen das Interview hier leider abbrechen. Wieso? Erstmal möchte ich entscheide mich für, ich muss es einmal kurz im Kopf abspielen, Kompass und Chauffeur, weil das zu weich für Punk finde ich nicht, eigentlich finde ich ganz witzig
umgesetzt. Deshalb habe ich mich jetzt für Kompass und Chauffeur entschieden. Das ist natürlich auf einem sehr, sehr hohen Level das Schlechteste ist. Ne? Das muss ich an dieser Stelle ja nochmal betonen. Ja. Das Schlechteste wird, ist eigentlich auch total das falsche Wort dafür. Warum? Erstmal komme ich da textlich irgendwie nicht so ganz ran. Und ich finde es nicht gut gesungen. Also ich mag die Melodie nicht. Ja, finde ich auch. Das muss eine Demokratie aushalten können. aber gut, danke Gunnar für deine ehrliche Meinung. Aber wir hatten ja noch ein paar Fragen an dich. Du hast ja gefragt, ob wir noch Fragen an dich hatten, ja? Deine Lieblings-Deutschpunk-Band? National. National? Ja. Meine Lieblings-Deutschpunk-Band? Also, ja klar, National. Es schließt sich ja alle. Also, nee. Ja. Meine liebste... National. Das sind aber schwierige Fragen. Meine Lieblings... Ja. But Alive. Okay. International? Bad Religion. Tatsächlich. Dein Lieblings-Punk-Album? Slime Schweineherbst. Okay. Welche Deutsch-Punk-Band kannst du überhaupt nicht leiden? Es können auch mehrere sein. Außer Alarmsignal? Außer Alarmsignal. Bitte nur ehrliche Antworten. Ja. Welche Deutsch-Punk-Band kann ich... Agne Kid Joe. Ah, da müssen wir gleich mal nachhaken. Warum denn? Also da... Das umschließt vielere neuere in Anführungsstrichen Punkbands, die auch so in diese Richtung von Agne Kid Joe gehen, muss ich da erstmal dazu sagen, dass ich zumindest, also live funktionieren die, aber auf Platte kann ich sie mir tatsächlich überhaupt nicht anhören. Also ich kann es dir gar nicht sagen, warum. Ich komme da musikalisch einfach nicht ran. Okay, dann machen wir noch ein kleines Spielchen. ZSK oder Radio Havana? ZSK definitiv. Tomte oder Ketka? Ketka. nein. Das ist eine bescheuerte Frage. Darauf kann man nicht. Aber nur entweder oder. Ja, Steff ist schlecht vorbereitet. Ja, dann würde ich sagen, in dem Fall würde ich sagen, einfach But Alive anstatt Ketka. Okay. Rancid oder NoFX? Rancid. Agnostic Front oder Madball? Agnostic Front. Helene Fischer oder Andrea Berg? Helene, ganz klar. Okay. Ich habe keine weiteren Fragen. Antifa. Aus Antifa-Gründen. Okay, das hast du gerade aus einem anderen Interview, die Fragen wurden euch gestellt, oder was? Nee, überhaupt nicht. Das ist spontan, weil du gesagt hast, ob wir noch Fragen an dich haben. Echt? Also, wenn du Bock hast, kannst du bei uns auch ein Schreiber werden, ne? So, also, wenn ja, du mal Bock aber hast, das ist ja alles unentgeltlich, ne, bei euch, ne? Ja, Kohle gibt's nicht. Ist ja wie beim Ox, gibt nichts. Du kommst aber umsonst auf ein Alarmsignalkonzert. Aber da will er gar nicht hin. Das ist keine gute Werbung. Also wir kriegen es hin, dass wir dich da auf die Gästeliste schreiben vielleicht. Und bei Agne Kid Joe vielleicht auch. Was mit AC/DC? Nee, bei Agne Kid Joe kommst du auf jeden Fall nicht mehr auf die Gästeliste. Aber bei AC/DC vielleicht, Gunnar. Ja, das ist vielleicht noch möglich. Kannst du ja mal probieren. Alles klar. Ja, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns gleich noch, aber für die ZuschauerInnen ist an diesem Moment einfach Schluss. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt und den Fernseher nicht ausgemacht habt. Das war Away From Life mit Steff, Gunnar und mir. Und liebe Grüße an Simon an dieser Stelle auch noch. Cool, dass du das machst. Cooles Magazin. Ach, siehst du, genau. Schöne Grüße soll ich tatsächlich von Simon auch sagen. Also von daher. Ja. Simon war bei unserem letzten Konzert 2020 in Würzburg. Ach, schau mal an. Da war er noch. Ja, dann wird's aber auch noch mal Zeit, dass ihr nach Unterertal dann auch mal zu unserem Stairbruch-Festival kommt, ne? Wurde schon mal eingeladen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ihr wurdet schon mal angefragt. Ihr wart aber, glaube ich, zu teuer. Das kann ich mir nicht vorstellen bei dem, was da noch auf dem Flyer steht immer. Ich glaube, die anderen sind zu teuer. Ja, sagen wir so, die anderen sind so teuer, dass wir uns nicht leisten können. Genau. Nein, aber also es muss ja eigentlich sein, nachdem wir, was ich, Missstand ja hatten und Popperklopper und so weiter, also es ist ja die normale aggressive Punk-Produktion, also wir steigern uns ja in den aggressiven Punk-Produktion-Bands einfach. Oder? Einigen wir uns da drauf. Genau. Alles klar. Gut. Dann vielen Dank und macht's gut. Ciao. Tschüss, Gunnar.